Fünf Rivalen, fünf Konzepte, fünf Tage Küchenkampf in Bonn. Es gewinnt, wer alle überzeugt. Das Einzige, was ich hier vielleicht noch vermisse, ist so eine Chili-Note. Der Andreas will endlich seine Schärfe. Kommt sofort. Einmal gepfefferte Kritik, bitte. Bei dem Gericht fehlt es mir leider an allem. Ich fand's richtig, richtig langweilig. Aber bloß kein Mitleid. Diese Woche teilt jeder aus. Die spanische Olive war gut. Das ist gar nicht italienisch. Was sage ich dann nur? Kann Vollblut-Italiener Angelo es besser? Er möchte heute vor allem mit einer Spezialität punkten. Also ich habe ja die Pizza bestellt und ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut. Mehr geht bei der Pizza eigentlich nicht. Das ist ein Kompliment. Doch reicht das? Welcher Wirt führt sein Lokal in Bonn und Umgebung an die Spitze? Angelo will im Louis Elay beweisen, dass klassisch italienisch immer noch erste Wahl ist. Farlins Haus im Turm steht direkt am Drachenfels. Gibt's morgens sagenhaft gutes Essen? Mittwoch zeigt Andreas im Jolix 2012 einen Mix aus Tapas-Bar und Crossover-Küche. Donnerstag serviert Gabriel im Gastru im Lindenhof deutsche Kost. Und zum Finale im Nes möchte Michael seine Konkurrenz mit Feinkost im Schloss umhauen. Der Sieger bekommt wie immer den goldenen Teller. St. Augustin gleich vor den Toren Bonns. Hier befindet sich das erste Ziel von Starkoch Mike Süßer. Seine Extrapunkte im Finale können über Sieg und Niederlage entscheiden. So, auf geht's, Wochenstart. Und wo starten wir? Beim Italiener. Wir haben in jedem Kaff einen Italiener. Ist es eine Trattoria, Pizzeria, auf jeden Fall Italiener sind überall. Und alles ist cool. Ich liebe eine gute Pizza. Aber reicht das für einen Wettkampf? Eine gute Pasta ist ganz wichtig. Wichtig ist aber auch Kräuter, Aromenspiel, Rosmarin, Thymian, Salbe, alles küsst mich, ja? Und ein guter Fisch. Und genau das alles verspricht das Louis Elay. Angelo beweist seit bald 14 Jahren, dass klassisch italienisch immer noch zieht. Buongiorno, ich bin der Angelo aus St. Augustin. Ihr seid beim echten Italiener Louis Elay. Und wir verführen euch jetzt auf Italienisch. Angelo ist Inhaber und Geschäftsführer. Zusammen mit seinem fünfköpfigen Team legt er sehr viel Wert auf authentische Zubereitung und Produkte. Wir kochen frisch, kochen mit Liebe. Also wir gucken hier drauf, dass es saisonell gekocht wird. Doch bei all der mediterranen Vielfalt dominiert ein Gericht klar die Speisekarte. Ich denke mal, dass die Pizza die stärkste Waffe ist, die ich habe. Allerdings kann ich meine Küche auch nicht zurückstellen. Aber die Pizza wird, glaube ich, alles rausreißen. Schauen wir mal. Mit nur einem Produkt lässt sich Mike in der Regel nicht überzeugen. Aber vielleicht kommt da ja noch mehr. Huch, wo sind denn alle? Hallo? Buongiorno. Oh, da ist Angelo. Buongiorno, Angelo und Mike. An der Pizza, ne? Sein Lieblingsprodukt. Das ist doch schön. Hi, wie Hallo, geht's dir? Freut mich. Wie geht's dir? Dankeschön. Ich freue mich, hier heute dich hier begrüßen zu dürfen. Ja. Sehr offener, sympathischer Angelo. Ein Italiener, wie er im Buche steht, genau wie das Lokal selbst. Die Spezialität des Hauses backt hier für alle sichtbar vor sich hin. Da, eines deiner Lieblingsprodukte, dann hast du es ja angekündigt, Pizza. Ja. Also Pizza ist das hier. Eine. Gehört auch dazu. Das gehört hier dazu. Ich liebe einen hauchdünnen Boden. Wie ist es bei dir? Der ist dünn, allerdings haben wir einen schönen Rand damit. Okay, alles klar. Bei uns ist das Schöne, dass wir einen schönen Rand haben, der ein bisschen hoch geht, schön knusprig bleibt. Aber der Boden, der bleibt Teig und der tropft nicht durch. Ja, die Pizza geht immer, ne? Muss man sagen. Das finde ich zum Beispiel auch super, wenn ich das jetzt sehe. Ja. Kaninchenkeule. Da weiß ich, Kaninchen ist ein Riesenthema in Italien. Und die wenigsten Italiener trauen sich, mit Kaninchen zu kochen. Ja, Kaninchen ist ein Fleisch, du weißt ja, es wird schnell trocken. Man muss halt aufpassen. Und das ist ein Fleisch, das nicht jeder gerne isst. Ne? Das ist einfach ein super zartes Fleisch. Eine schöne Kaninchenkeule geschmort. Ist also wirklich was Großes. Und dann mit italienischen Aromen, einer guten Soße. Was heißt eigentlich Louis Elay? Er und Sie. Ach, das ist ja süß, ne? Ah ja, das haben wir damals aufgebaut mit meiner Frau. Aha. Letzt leider hat sie einen anderen Job. Ja. Aber wir sind zusammen, ne? Aber, weißt du, das ist richtig geil. Du hast voll den rheinländischen Slang, ne? Voll ja, ich bin in Köln geboren. Ich bin in Köln geboren. Ja, deswegen denke ich gerade. Ich bin in Köln geboren, Köln zur Schule, Köln mein erstes Restaurant gehabt. Dann müsste echt Köln italienisch stehen, ne? Das haben schon viele gesagt. Nein, aber das finde ich cool. Holzofen, hast du gesagt. Schauen wir uns den an, bevor wir in die Küche gehen. Komm mal mit. Komm schnell.
Das ist, und das ist der so. Pizzaiolo. Und das ist mein Pizzaiolo. Hallo, Mike. Konstantin. Konstantin, ja, Klassiker. Ne? So, hier backen wir gerade das Brot für heute Mittag schon. Pizzaiolo heißt übersetzt übrigens Pizzabäcker. Schöner Holzofen, Konstantin. Also ja. Klassischer Pizzaiolo-Mann, oder wie? Nein, das ist mein Schwiegervater. Der Schwiegervater ist auch dabei. Ah, wirklich? Ja, den haben wir erstmal anlernen müssen, weil wie auch viele andere können die mit so einer Schaufel. Ja, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ja, weil ich weiß das wirklich, ich habe es auch ausprobiert. Das weil ist das ist so ein Kindheitstraum gewesen. Ja. Und da, bei jedem Italiener versuche ich das. Und das ist ja, du musst das Ding auch wenden und die Pizza so ein bisschen anheben. Dass genau, und dann einmal nur und fertig. Du musst da unter und musst einmal so anrücken, dass die Pizza so einmal sich anhebt und einmal dreht. Und das ist gar nicht leicht, ne? Auch das klassische Küchenhandwerk kommt nicht zu kurz. Koch Antonio ist gleich nebenan Herr über 40 Quadratmeter. So, buongiorno. Ich mach da so. Oh ja, sind ja einige da, ne? Und das ist der Chef, oder? Das ist der Antonio. Antonio? Ja, cooler Typ. Mach mal Platz, Angelo. Antonio hat mit der Zubereitung von Mikes Gericht bereits angefangen. Das heißt, ich bekomme jetzt einen Seeteufel. Ganz genau. Okay, das heißt, Seeteufel, was ist die Beilage? Wie schaut das ganze Gericht aus? Spaghetti. Und das ist feine Spaghetti mit Avocado Pesto. Spaghetti, genau. Okay, Avocado Pesto, auch genau. Cool. Aha, schön. Ja, und dann einfach Seeteufel mit Ranchar und Wirsing-Chips. Wirsing-Chips, okay, ja. Cool. Also, das heißt, Italien ist eingebaut, ein bisschen was Deutsches, ein bisschen mit Wirsing-Chips. Mediterran heißt Kräuter. Genau. Na bitte. Also so kleine Medaillons vom Seeteufel gibt's. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Muss man auch aufpassen, ne? Dass die nicht zu schnell durchgebraten sind. Ne? Einen schönen Seeteufel. Ne? Der ist ein kleiner. Also die können bis zu 2 Meter lang werden, 50 Kilo schwer, ist gar kein Thema. So ein Kopf hat das Ding dann. Gell? Bis zu 1000 Meter Tiefe. Ne? Am Grund, so ein Raubfisch ist das. Die Flussangel da hinten, die hängt so vor der Schnauze. Und dann kommen so die kleinen Fischchen und alle und damit angelt er die und dann schnappt dazu. Das Schöne an dem Seeteufel ist halt, dass er grätenfrei ist. Ne? Und das liebt man halt. Schönes, festes Fleisch, schneeweiß. Jeder Handgriff sitzt. Dass Antonio eigentlich gelernter Automechaniker ist, merkt man zum Glück nicht. Seeteufel. Jawohl. Da hast du schon vorbereitet für Wirsing-Chips. Jawohl, jetzt machen wir die fertig. Ja. Wie machst du die? Das ist Olivenöl, Sesam, Salz, Pfeffer. Ne? Okay. Ganz einfach. Ganz simpel. Ja, jawohl. Und dann ins Backrohr oder? Richtig, oder? Richtig, ja, richtig. Okay. Ist das auch schon ein bisschen vorbereitet für mich? Bisschen jawohl. Rote Zwiebel, Knobi. Genau. Und Thymian haben wir da. Wahnsinn, so schnell wie das hier geht, kann man kaum gucken. So, die Nudel läuft. So, hier läuft es ja richtig gut. Hier läuft gut. Und ich habe mal was für dich zum Naschen erstmal. Ja, ist ja klar. Ich hab's ja selber. Gerne mal gleich hier unsere Pizza testen. Frischen Blattspinat. Komm her, Chef. Jetzt sage ich euch was, das ist wirklich wahr. Heute Morgen stand in meinem Horoskop, Spinat wäre gutes Gemüse für mich heute. Hast du gesehen? Ich habe das vorausgesagt. Ja, wirklich. Schöner Bohnen, ne? Ja, das ist klar. Wenn jemand seine Pizza einfach liebt, ne, muss man sie präsentieren. Ich finde es auch witzig. Nun aber zurück zum Seeteufel. Hier ist natürlich jetzt schön, wenn du das Öl mit der Butter mischst, hast du ein bisschen die Chance, dass die Butter nicht gleich verbrennt. Aber dann wird es ein bisschen nussig mit dem genau, Öl. Richtig. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Da habe ich nicht aufgepasst. Knobi hast du drin, Thymian und die roten Zwiebelchen. Okay, das ist, italienische Küche ist ja auch simpel. Ne? Also simpel und gut, oder? Genau. Was ist das? Das Fischbrühe. Fischfond? Ja. Okay. So, jetzt hast du was gemacht, das wir nicht gesehen haben. Du hast jetzt die Butter eben genommen, frische Butter, genau. Da. Und hast die Butter in deinen Finger genommen, in das Mehl hier, schau mal her, da haben wir noch einen. Hat er einfach nur in Mehl gewendet. Richtig. Und das schmeißt du da rein. Und das bisschen Mehl bindet dann die Soße. Auch witzig, ne? Geht auf die Schnelle, ne? Also wir haben klassisch gelernt, eine Böhmanier zu machen. Und hier, der Italiener macht mir einen vor hier, ne? Toller Tipp. Witzig. Guck mal, da bin ich wieder. Ja, schon wieder. Sag mal, Alter, ich möchte dich heute satt bekommen hier. Da geht schon wieder weiter. Wir kriegen gar nichts besonders mehr mit hier. Besonders die Pizza hier, aber pass auf. Hier habe ich wieder was Neues hier. Cherry-Tomate, Rucola, Balsamico. Das ist gut, danke. Viel Spaß. Das nennt man Einlullen, ne? Der kocht eiskalt weiter, ne? Der zieht sein Ding durch. Oh, extrem lecker. Den Fisch hast du rausgenommen, damit er nicht durchzieht. Auf Papier abtropfen, damit das Fett weggeht. Genau. Korrekt? Deine Pasta ist soweit? Ist fertig. Mmh, lecker.
Chef ist auch schon da. Jawohl. Du stehst wirklich auf der Der Chef ist nur am Essen. Ist nur am Essen. Ja, schau mal. Das Wort Appetit hat seinen Ursprung zu Recht in Italien. So, dann. Guten Appetit. Danke, danke. Ich hoffe, es schmeckt dir. Auch den Hauptgang. Die Vorspeise hat es ja schon gehabt, die Pizza also. Ja, die war auch sehr gut, muss man sagen. Dann fange ich mal schnell an beim Fisch. Weil da hat er ein bisschen Sorge gehabt, dass was ist. Da, schau mal, wie das feucht ist, ne? Mhm. Jetzt gilt es, wenn es Mike schmeckt, könnten seine Extrapunkte im Finale zum Sieg führen. Na? Mir hat das schön gefallen. Du hast also Tomaten, den Fisch aufeinander, die Paste daneben, schön aufgerollt, so wie man es kennt. Und was ich einfach gut finde, ich schmecke halt frische Tomaten, ich schmecke halt frischen Basilikum, ich schmecke ein bisschen Knoblauch. Und ich glaube, es kann ein bisschen mehr Würze haben, ja, oder? Ein bisschen Italien ist ein Touch, könnte noch. Touch mehr. Ja? Das macht er schon. Also, für den Wettkampf gleich. Alles Gute. Ja? Danke. Und italienisch bleiben. Würzen kann man immer noch ein bisschen nach. Das andere wäre natürlich schlechter. Wir wissen jetzt Bescheid. Wir tun noch ein bisschen mehr Salz rein und dann passt das schon. So, das war doch schon mal ein ganz guter Wochenstart. Also, die beiden Antonio und Angelo haben das gut gemacht. Ich wurde angefüttert mit zwei Pizzaecken, war klasse. Und ich habe meinen Fisch bekommen. Fisch war auf dem Punkt gegart. Einen ganz kleinen Tick weniger wünsche ich mir den gegart, wenn der Wettstreit dann beginnt. Und Italien, von der Würze, von der Aromatik, von den Kräutern her, darf ein bisschen mehr am Teller rüberkommen. Und ein bisschen Salz, würde ich sagen. Aber ansonsten, sie haben jetzt eine gute Chance, hier die Woche richtig gut zu starten. Ich ziehe weiter. Da bricht gleich der richtige Stress aus.